Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Pressestatement. Die Kollegen schilderten mir, dass sie in einer Ansammlung von ungefähr 800 Personen ca. 50 gewaltbereite Personen ausgemacht haben, die in dieser Ansammlung das Sagen hatten und die Ansammlung lenkten. Die Ansammlung reagierte nicht auf Ansprachen der Polizei. Bislang wurden bei der Polizei 3 Anzeigen von Geschädigten erstattet. Gegen 17.30 Uhr sind eine 15-jährige Deutsche und ihr 18-jähriger afghanischer Begleiter im Bereich der Augustusburger Straße, Bahnhofstraße, von einer Personengruppe angesprochen worden. Dem 18-Jährigen wurde durch Unbekannte das Handy aus der Hand geschlagen. In der weiteren Folge wurde auch die 15-Jährige geschlagen. Beide erlitten leichte Verletzungen. An der Zentralhaltestelle ist es dann gegen 18 Uhr dazu gekommen, dass ein 18-jähriger Syrer geschlagen worden ist. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter feststellen. Am Neumarkt ist gegen 18.30 Uhr ein 30-jähriger Bulgare von einem Unbekannten festgehalten und bedroht worden. Bei Anhaltspunkten für Straftaten, die sich aus der Auswertung ergeben, werden wir konsequent Ermittlungen einleiten. Das gilt zum Beispiel für einen Vorgang, bei dem ein Mann auf der Bahnhofstraße von einem anderen regelrecht verfolgt wird. Insoweit und vor diesem Hintergrund darf ich alle bitten, ich bitte Sie auch, das an die Bevölkerung weiterzutragen. Sollten noch Videos vorhanden sein, sollten noch Hinweise entweder für das Tötungsdelikt oder auch für das Ansammlungsgeschehen vorhanden sein, bitte ich herzlich darum, uns hiervon in Kenntnis zu setzen, damit wir dann gemeinsam mit der Justiz eine konsequente Strafverfolgung betreiben können. Also zum Stand des Ermittlungsverfahrens wegen des Tötungsdelikts kann ich sagen, dass die Staatsanwaltschaft Chemnitz heute Morgen Haftbefehlsanträge bezüglich eines 22-jährigen syrischen Staatsangehörigen und eines 21-jährigen irakischen Staatsangehörigen beim Ermittlungsrichter gestellt hat und diese beiden Haftbefehle wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags heute Nachmittag auch so erlassen worden sind. Das Opfer ist ein Deutscher. Und zum Tathergang? In der Nacht von Samstag auf Sonntag? Vorausgegangen ist eine verbale Auseinandersetzung und die gipfelte dann eben in dem Geschehen. Die Ereignisse in Chemnitz haben gezeigt, dass es ein schlimmer Vorgang ist. Und wir haben mit Chemnitz eine neue Dimension der Eskalation erreicht. Wir stehen hinter unserer Polizei und an ihrer Seite. Die Polizei leistet eine engagierte Arbeit. Sie hat die Aufgabe, den Rechtsstaat durchzusetzen. Und deswegen verteidigen wir sie auch gegen jegliche Vorwürfe und Anfeindungen. Sie wären Handlanger oder Erfüllungsgehilfen von einzelnen Gruppen, Gruppierungen, Parteien oder Demonstranten. Wenn sowas während eines Stadtfestes, auch wenn es nur einen zeitlichen Zusammenhang gibt, stattfindet, ist das besonders tragisch. Es rechtfertigt aber nicht, in irgendeiner Form mit Gewalt auf dieses tragische Ereignis zu reagieren und schon gar nicht sich gegenüber dem Rechtsstaat mit Gewalt äußern oder gar gewalttätig zu werden. Unverzüglich nach Bekanntwerden der Aufrufe in den sozialen Medien haben wir weitere Kräfte herangezogen. Wir haben sachsenweit Kräfte nach Chemnitz geholt und wir waren dann in der Lage, das Ansammlungsgeschehen hier in den Griff zu bekommen. Also wir sind auf die Einsatzlage heute Abend gut vorbereitet. Wir haben ausreichend Kräfte angefordert und wir werden mit der Stadt gemeinsam den Schulterschluss üben und nicht zulassen, dass Chaoten diese Stadt für ihre Zwecke vereinnahmen können. Also wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass im Netz Fehlinformationen, Gerüchte, Spekulationen bis hin zu Lügen die Runde machen. Das alles ist nicht dazu angetan, die Bevölkerung zu informieren. Ich lade jeden ein, sich bei den offiziellen Quellen zu informieren. Die sächsische Polizei hat dazu umfangreiche Tätigkeiten auf ihrem Twitter- und Facebook-Account auch darlegen. Da kann man sich aus erster Hand informieren, wie die Lage ist. Das Gebot der Stunde ist Besonnenheit und Ruhe. Das heißt, dass die Polizei ermittelt, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit leisten. Sie haben ja gesehen, das funktioniert. Und ansonsten ist, glaube ich, wichtig, dass Chemnitz
die Stadt und der Freistaat Sachsen deutlich macht durch die Präsenz, dass wir Gewalttätern und Chaoten nicht die Straße überlassen werden, sondern hier den Rechtsstaat durchsetzen. Vielen Dank. Danke.